vorne noch Plätze frei. Hauen Sie sich vor. Das müsste man dann nur noch irgendwas auseinanderschneiden können. So. Ja, das ist schön. Oder so den Tisch so. Oder. Nee, war nur die Spitze ab. Ich habe extra. Ich wollte erst aber dann aufgrund der Größe habe ich dann Rücksicht genommen und dann. Kann man eh nicht. Ist ja enttäuschend. Na, ist doch ein bisschen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Körperforum zur dritten Ausgabe von Pointing Science heute Abend unter dem Titel Nachhaltige Stadt. Die Körperstiftung, meine Damen und Herren, ist eine lernfähige Organisation oder bescheidener gesagt, sie hofft von sich, eine solche zu sein. Und nach zwei Ausgaben von Pointing Science haben wir gelernt, dass dieses neue und durchaus ungewöhnliche Format des Versuchs, Wissenschaft und Gesellschaft in Dialog zu bringen, eigentlich gar keiner langen und weihenvollen Einleitung bedarf. Ja, vielleicht schadet sogar eher. Deswegen haben wir uns als lernfähig erwiesen und ich verzichte auf alle weiteren Umschweife, nicht ohne jedoch Sie jetzt schon wie üblich einzuladen auf ein kleines Getränk nach der Veranstaltung, wo wir noch ein bisschen weiter pointen können, dann allerdings ohne Laserpointer und auch nicht ohne jedoch Ihnen die drei eigentlichen Protagonisten oder Macher des Abends, sollte man besser sagen, vorzustellen. Der Physiker und Bioinformatiker Roman Brinzanik, der Autor Tobias Hülswit und in streng alphabetischer Reihenfolge der Filmemacher Gunter Kreis. Herzlich willkommen Ihnen drei. Ihnen allen wünsche ich einen vergnüglichen und lehrreichen Abend und einen beteiligungsreichen vor allem und gebe das Mikro direkt weiter an die drei Herren. Vielen Dank, Herr Mayer, für die freundliche Einführung. Mein Name ist also Tobias Hülswit, neben mir, das ist Roman Brinzanik und wir dürfen Sie auch noch mal ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Bevor Roman Ihnen etwas zum Thema des Abends sagt und unsere beiden wundervollen Referenten vorstellt und auf die Bühne bittet, möchte ich Ihnen kurz die besonderen Spielregeln des Abends erläutern. Und zwar haben Sie alle diesen Laserpointer hier bekommen. Einige von Ihnen waren vielleicht schon mal da und kennen es schon. Für die anderen erkläre ich es nochmal. Sie haben diesen Laserpointer bekommen und wir haben im Vorfeld dieser und anderer Veranstaltungen dieser Art, die wir machen, Experten und Laien eigentlich auf der ganzen Welt interviewt zu unter anderem eben nachhaltigem Städtebau. Und Sie werden gleich im oberen Teil der Leinwand hier Ausschnitte aus diesen Interviews sehen und Sie können diese Clips anwählen. Sie können sagen, ich möchte jetzt sehen den Clip Luftverschmutzung oder Baumaterialien der Zukunft oder ineffiziente Urbanisierung. Ich werde auch immer kurz sagen, wer da spricht. Und der Clip, der die meisten Punkte von Ihnen bekommt, der wird gespielt. Es können aber auch die Experten sich zu Wort melden.
Und die tun das, indem sie auf diesen Buzzer drücken. Das Licht ist, wenn die nicht sprechen wollen, aus. Und wenn sie sprechen wollen, aktivieren sie ihr Licht. Und dann können sie hier den Experten, der sich zu Wort gemeldet hat, auf die gleiche Weise wählen. Und sie können auch selber sprechen. Dann gehen sie entweder zu diesem Mikrofon und aktivieren den Buzzer hier. Dann geht dieses Licht an und sie sind für ihre Mitpublikanten oder wie man sie nennt, auch wählbar. Oder sie melden sich per Handzeichen. Wir haben zwei Saalmikros, die beiden jungen Herrschaften werden Ihnen da die dann bringen. Lasern Sie bitte niemandem in die Augen. Das hat zwar eine gewisse Sicherheitsstufe, aber es ist trotzdem nicht der Gesundheit förderlich. Und wenn Sie sprechen, sprechen Sie nicht länger als 3 Minuten bitte. Die Clips sind auch nicht viel länger und nach 3 Minuten gibt es so einen Zeitbegrenzungston. Eine Art Gong ertönt dann, den man jetzt gerade nicht gehört hat, aber dann wissen Sie ungefähr, jetzt bin ich an dieser Schallmauer. Und damit ist mein Teil schon gesagt und der Roman wird jetzt einige Worte zum Inhalt sagen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 3. Mal Pointing Science. Das heutige höchst spannende Thema ist die Stadt der Zukunft, die nachhaltige Stadt. Und warum ist das zum Thema geworden heute Abend? In Zeiten des Klimawandels und schwindender Rohstoffe kommt natürlich Städten eine ganz besondere Verantwortung zu. Und das rührt daher, dass 3/4 der CO2-Emissionen und ein riesiger Teil des globalen Ressourcenverbrauchs in Städten stattfindet. Und zudem lebt heute schon mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung in Städten. Und die globale Urbanisierung, der globale Verstädterungsprozess hält weiter an. Vor allem natürlich in Asien, in Lateinamerika und in Afrika. Zum Beispiel allein in China werden in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich Hunderte von Millionen Menschen in Städte ziehen oder es werden neue Städte gegründet werden. Existierende Städte werden sich zu Megastädten entwickeln. Städte sind also für einen großen Teil der Umweltkrisen und Ressourcenkrisen des 21. Jahrhunderts verantwortlich. Und es stellt sich die Frage, ob diese Städte, die also ein großer Teil des Problems sind, nicht auch zur Lösung beitragen können, Teil der Lösung sein können. Denn beispielsweise gehen ja auch die Geburtenraten in Städten bekanntermaßen zurück im Vergleich zum Land. Oder schon heute schließen sich Städte zusammen und geben sich sehr, sehr ehrgeizige Klimaschutzziele. Da funktionieren also einige Dinge, die im zwischenstaatlichen Bereich noch gar nicht so gut funktionieren. Das sind also die spannenden Themen, die wir heute Abend mit Ihnen zusammen diskutieren möchten. Und die Hauptfragen, die uns dabei leiten, sind, wie können bereits existierende Städte in nachhaltige Städte umgebaut werden und wie können neu entstehende Städte nachhaltig geplant und konzipiert und schließlich wirklich gebaut werden. Was ist hier technisch machbar, was wird technisch möglich sein und was ist zum Beispiel politisch oder ökonomisch notwendig? Und wir freuen uns ganz, ganz besonders, dass wir für dieses Gespräch zwei wirklich herausragende Gäste gewinnen konnten. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz, ganz herzlich den Architekten Manfred Hegger und den Stadtforscher Dieter Lepple. Ich werde unsere beiden Gäste kurz vorstellen und fange mit Herrn Hegger an. Herr Hegger ist Architekt, Systemtechniker und Planer. Er ist Professor für Entwerfen und energieeffizientes Bauen an der TU Darmstadt. Er ist Partner des Architekturbüros HHS Planer und Architekten. Er war Direktor des International Union of Architects Program Sustainable Architecture of the Future und Berater des Sustainable Construction Methods and Technologies Program der Vereinten Nationen. Heute ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Er gewann selbstverständlich zahlreiche Preise, ist in vielen Komitees. Ich möchte hier nur einen Preis zum Beispiel auch nennen. Er gewann den Preis des US-Energieministeriums für ein Energie-Plus-Haus. Er ist selbstverständlich auch in zahlreiche spannende internationale und nationale Bauprojekte eingebunden. Herr Hegger, bevor wir mit der Diskussion des Abends anfangen, möchte ich Sie kurz fragen, was sind Ihrer Meinung nach die
wirklich Hauptherausforderung des nachhaltigen Bauens? Ich sehe da im Zusammenhang mit der Stadt einige ganz wesentliche. Wir haben das Thema Effizienz seit 40 Jahren auf der Agenda. Das wird weiter auf der Agenda stehen in Bezug auf Energie, aber in Bezug auch auf die Nutzung von Materialien. Das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch Materialien sind endlich und wir müssen mehr in Kreisläufen denken. Das zweite Thema ist die Flächeneffizienz. Wir leisten uns immer mehr Flächenverbrauch, sowohl an Land wie auch in unseren Wohnungen und Büros. Auch dort, denke ich, müssen wir genauer darüber nachdenken, wie wir arbeiten. Und wir brauchen in Zukunft, und das ist ja das große Thema dieser Tage, eine andere Energieversorgung. In Verbindung das Ganze aber auch mit einer Revision unserer Ansprüche, die wir an die Stadt, die wir an unser Leben, die wir an unsere Umwelt haben. Ja, vielen Dank für diese ersten Einblicke. Wie das dann technisch wirklich machbar sein könnte, werden wir dann sicher im Verlauf des Abends diskutieren. Vielen Dank. Unser zweiter Gast ist Dieter Lepple. Er ist Ökonom, Soziologe und Ingenieur. Er beschäftigt sich vor allem mit sozialökonomischen Fragen der globalen Verstädterungsprozesse. Er war Professor für Stadt- und Regionalökonomie an der TU Hamburg-Harburg. Heute hat er eine Sonderprofessur für internationale Stadtforschung an der Hafen-City-Universität inne. Er hat zahlreiche Preise und Ehrungen erhalten. Er ist Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Beiräte, zum Beispiel in Hamburg, in London an der London School of Economics und auch an der Singapur ETH Zürich Center for Global Sustainability und ist selbstverständlich auch in zahlreiche nationale, internationale, nachhaltige Bauprojekte eingebunden, zum Beispiel in das Projekt NEST, wo eine partizipative, nachhaltige Stadt in Äthiopien gebaut werden soll. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber später noch mehr erfahren würden. Und ich möchte Ihnen eigentlich genau die gleiche Frage stellen. Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptherausforderungen des nachhaltigen Städtebaus im 21. Jahrhundert? Würden Sie vielleicht Herrn Hegger ergänzen? Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Hegger hat die wesentlichen Punkte benannt. Für mich als Ökonom ist nochmal bedeutsam, dass wir eine Ökonomie aufgebaut haben und eine Ökonomie betreiben, die eigentlich immer davon ausging, als wäre fossile Energie unbegrenzt verfügbar und beliebig billig. Und dass jetzt der Schock da ist, dass dem nicht so ist. Was mir aber auch wichtig ist, ist, dass wir im Auge behalten, so wichtig jetzt die Transformation unserer bestehenden Städte ist, dass wir die Proportionen sehen auf unserer Erde, dass in Europa, in der Europäischen Union ungefähr eine halbe Milliarde Menschen lebt, wo die Städte weitgehend gebaut sind, wo es darum geht, die Städte umzubauen, dass wir aber in den nächsten Jahrzehnten, 3 bis 4 Jahrzehnten, davon ausgehen müssen, dass 2 Milliarden neue Städte, Menschen in die Städte ziehen und die vor allem in der südlichen Hemisphäre, wo wir völlig andere klimatische Bedingungen haben und völlig andere Voraussetzungen für das Bauen. Bisher aber unser Modernisierungsmodell, was wir im Norden entwickelt haben, beliebig exportiert wird und imitiert wird. Und beispielsweise, Gebäude, die wir entwickelt haben, die man im Winter heizt, werden dort mit einem wahnsinnigen Aufwand gekühlt, um überhaupt darin arbeiten zu können. Und genauso mit unseren Materialien, dass das ganze Wissen über Bauen in den Ländern verschwunden ist, verloren gegangen ist, und man überall Stahlbeton einsetzt, sodass da ein Riesenbedarf ist, also das Bauen neu zu erfinden und vor allem diese zu überlegen, wie diese 2 Milliarden Menschen behaust und in Städten untergebracht werden können. Denn bereits jetzt lebt schon 1 Milliarde Menschen in Slums. Und wenn wir die Verstädterung in Afrika anschauen, da findet die Verstädterung hauptsächlich in Slums statt. Also in Äthiopien, wo ich arbeite, ist die Neuverstädterung ungefähr findet zu 80% in Slums statt oder höher. Also da ist ein riesen Handlungsfeld, ein Feld, was wir bisher weitgehend ausblenden,
wo wir immer nur mit Hungerkatastrophen konfrontiert sind und dann irgendwelche Hilfeaktionen starten, aber wo wenig Begriff ist, wie dort nachhaltige Entwicklung aussehen könnte. Und es wäre interessant, wenn wir darüber auch heute Abend unsere Gedanken austauschen könnten. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir werden ganz sicher auf diese Fragen zu sprechen kommen. Damit sei in aller Kürze in das Thema eingeführt, unsere Referenten vorgestellt. Und nun werden Sie einen kurzen Trailer zur Einführung sehen und danach geht's los. Herzlichen Dank und viel Spaß. We should do multiple experiments, and we just need to do our best job of doing it safely, because doing nothing is very unsafe. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die beiden Experten muss ich wieder auf die Bühne bitten. Die haben sie reflexartig eben aus Versehen verlassen. Da sind sie wieder. Wenn Sie jetzt wählen möchten, werden Sie auf ein Problem stoßen, nämlich Sie werden nicht wissen, welches Ihr Punkt ist. Deshalb, wenn Sie sich mit Ihrem Punkt vertraut machen möchten, lasern Sie einmal direkt über sich an die Decke und gehen Sie dann langsam nach vorne und verfolgen Sie aber Ihren Punkt und dann wissen Sie, welches Ihrer ist. Genau. Und Sie haben die Wahl zwischen Sibyl Seitzinger, Luftverschmutzung, eine Erdsystemforscherin. Sie haben Baumaterialien der Zukunft, einen Ingenieur, den wir interviewt haben. Und ganz rechts haben wir Peterhead, ineffiziente Urbanisierung. Und Sie haben gewählt Baumaterialien der Zukunft. Clip Nummer 2, bitteschön. Eisenersatzstäbe aus Glasfasern. Korrodieren nicht, hochfest. Kohlefasern haben gigantisch hohe Zugfestigkeiten, durchsichtigen Beton, Kunststoffe, Textilfasern, die in erdende Materialien mit Beton oder Mörtel eingebaut werden, die gigantisch hohe Festigkeiten produzieren. Wir kommen heute speziell im Beton zu Festigkeiten, die um das 5- bis 10-fache höher liegen als das, was wir vor Jahren eingebaut haben. Es wird unheimlich schlanke Bauwerke geben, schlanke Brücken geben, materialsparende Bauwerke geben. Wenn ich Material spare, brauche ich auch nicht so viel Energie, um die herzustellen. Transportenergie fällt weg. Das sind diese Dinge, wo auch die Industrie dafür sorgt, dass sie weniger Energie verbraucht. Recyclingmaterialien, also wir verwenden heute schon recycelnden Kunststoff im Bereich des Wasserbaus, im Bereich des Hafenbaus, wo früher Stahl verrottet ist, nach 60, 70 Jahren nichts mehr da war, gehen heute Recycelkunststoffe hin, die auch in 300 Jahren vielleicht noch leider da sein werden, weil man sie dann wieder wegnehmen muss, weil man noch neue Ideen hat. So, und natürlich müssen Sie nicht jedes Mal die Bühne verlassen, wenn ein Film läuft, sonst wird es zum Sport. Wir haben ganz links immer noch Sibyl Seitzinger, Luftverschmutzung, in der Mitte Peterhead, die Ökostadt und ganz rechts nochmal Peterhead, ineffiziente Urbanisierung. Und diesen Herrn muss ich Ihnen mal kurz vorstellen, Peterhead, das ist ein Ingenieur und Städteplaner bei der international tätigen Planungsbüro Ove Arup in London. Er ist vielfach ausgezeichnet für seine Leistung im Bereich nachhaltiges Bauen und der Guardian hat ihn 2008 zu einem der 50 Leute gewählt, die den Planeten retten können. Bitte wählen Sie jetzt und Sie wählen die Ökostadt. Bitteschön.
one of the first and obvious things is you need to reduce demand for stuff and try and close resource loops. But reducing demand was really important, so all the buildings should be able to be used with very much lower energy. We should have a mix of uses in the city so people could live and work closer together so that they didn't need to use as much transport. There should be very good public transport, which means that people need to use a lot less energy because you're sharing systems. People should be able to walk and cycle as much as possible so they don't even have to go in a vehicle. You should be able to recycle your waste into energy and food growing, compost and nutrients. You should be able to recycle water continuously, so you store a certain amount of water, use it, treat it and recycle it so that you've got as close to a closed loop system. And you look around and see what natural systems are available to give you energy, which of course is very different in different places. So you might have wind energy, you might have solar energy, you might have biomass energy, and you try and find as much of that as possible in the neighborhood and see whether that's enough to run the city with. Das wäre also eine 10-Minuten-Nachbarschaft, wo ich alles zu Fuß erreichen kann und noch dazu würde die Stadt mit geschlossenen Kreislaufen leben. Ist das überhaupt möglich? Technisch wäre eine erste Frage. Wir haben links immer noch die Luftverschmutzung. In der Mitte Dongtang, das war ein Ökostadtprojekt in China, das geplant wurde und dann abgebrochen wurde. Und ganz rechts haben wir die ineffiziente Urbanisierung. Die haben Sie auch gewählt. Bitte schön, Clip Nummer 3. Yes, urbanization has been the model, really, for human beings to actually develop so far. It's the process of urbanization, which I think isn't forced. I think it seems to be a natural process of people wanting to live closer together to, in theory anyway, to live more efficiently by living closer together. But the problem is that the model that we've chosen is one where you end up with so much more pollution and inefficiency created by a somewhat disorganized system and a huge amount of consumption as well, which tends to go with it. But certainly urbanization has been the model. And certainly in an industrial society sense, both manufacturing and living in cities sort of defined the age that we've had. The problem with that, in my view, is that it didn't actually see cities as things that needed to work in harmony with the rest of the countryside, that somehow the city became an isolated entity that was serviced by global resources, but didn't actually have a distinct relationship with its surroundings. Und wenn Sie etwas sagen möchten, Herr Helger oder Herr Lepple, nur nicht zögern, drücken Sie auf Ihren Buzzer. Ich glaube, Herr Lepple möchte auch. Ja, das Licht ist an und wir haben immer noch die Clips auf dem Screen. Ganz rechts ist ein neuer, das ist Vorbild Kuba, Fragezeichen, und bitte wählen Sie jetzt. Übrigens können Sie sich auch per SMS in die Diskussion einschalten. Hier sehen Sie unten eine Handynummer. Wir lesen die dann an passender Stelle ein und auf dem Bildschirm sehen Sie die Nummer auch noch einmal. Und gewählt ist Herr Lepple. Bitte schön. Ja. Also ich fand die Statements von Herrn Peter Hetz sehr klar und sehr gut. Sein Eingangsstatement. Sein zweites Statement finde ich ergänzungsbedürftig. In der Geschichte der Verstädterung entwickeln sich Städte immer dort, wo gewissermaßen der größte Reichtum war, die höchste Entwicklung. Und wir begreifen die aktuelle Entwicklung auf unserem Globus nicht, wenn wir nicht im Auge haben, dass sich das verändert hat. Dass wir heute vor allem mit einer armutsgetriebenen Verstädterung zu tun haben. Dass heute quasi die Leute vom Land vertrieben werden und um zu überleben in die Städte flüchten. Und dass eine Verstädterung ist ohne ökonomische Dynamik. Und damit weitgehend basierend auf einer informellen Ökonomie. Und in dem Zusammenhang möchte ich gerne auf das allererste Statement zurückzukommen, dass wenn wir über die Materialien der Zukunft reden, immer reden über Hightech
Und das finde ich einen ganz gefährlichen, problematischen Weg, weil er genau das nicht berücksichtigt. Es geht im Wesentlichen, die Materialien der Zukunft, denke ich, sind vor allem Lehm, Bambus und so weiter. Die Materialien, die vor Ort die Leute verfügbar haben, und ich würde warnen davor, für die massenhafte Verstädterung Materialien einzusetzen, die nur von Spezialisten bearbeitbar und veränderbar sind. Das heißt, jedes Gebäude muss von den Bewohnern auch transformiert, verändert und angepasst werden. Und wenn wir Spezialisten und Spezialentsorgung bedürfen, um dann nach dem Lebenszyklus die Sachen zu entsorgen, dann denke ich, ist ganz offensichtlich ein falscher Weg eingeschlagen worden. Also insofern unsere Fixierung, die Lösung immer nur im Hightech zu suchen, finde ich außerordentlich problematisch. Und das gilt letztlich auch nicht nur für die dritte Welt, sondern es gilt auch für uns, dass wir sehr viel mehr Materialien finden müssen, die in die Lebenspraxis der Menschen eingebunden sind und in den Menschen die Möglichkeit geben, auch ihre Form des Wohnens zu transformieren und anzupassen. Das müssen wir dann den Baumaterialfirmen klar machen, dass wir ihre Sachen nicht mehr in alle Welt verkaufen möchten. Und wir haben die drei Videos auf der Leinwand. Wir haben Professor Hegger und eine Meldung aus dem Publikum, und die ist gewählt. Bitte schön. Wir haben eine Ausstellung über die Stadt und das Auto, wie der Verkehr Hamburg veränderte, gemacht. Und am Anfang haben Sie ausgeführt, die Stadt ist das Problem, ist die Ursache. Und das finde ich eine falsche Wahrnehmung. Also die Stadt ist das Ergebnis eines Prozesses ökonomischer Verdrängung, dass die Leute keine Chance haben, auf dem Land zu leben und zu arbeiten. Und dann versuchen sie, in die Stadt zu kommen. Und ich finde, das Baumaterial, aus dem die Stadt entstehen sollte, ist eigentlich die Leute, die Räume haben, sich demokratisch auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich das wirkliche Baumaterial, aus dem sozusagen der Prozess Stadt entstehen kann. Und wir haben ja gemerkt bei der Ausstellung, das Auto verdrängt die Möglichkeit, in der Straße sozusagen sich miteinander zu unterhalten und zu reden, und verhindert den Kommunikationsprozess. Also ich finde, wir sollten über die Struktur und das Aufeinandertreffen sozialer Begegnungsräume reden und nicht über, ob der Beton vielleicht, Gott sei Dank, oder leider auch noch länger hält, der Bauwerke hervorbringt, die nicht den Bedürfnissen der Menschen angepasst sind. Andererseits könnte man sagen, wenn wir an unseren Häusern selber bauen können wieder und keine Experten dafür brauchen, dann unterhalten wir uns da vielleicht auch wieder mehr dabei. Vielleicht. Und gewählt ist Herr Hegger, bitteschön. Ja, ich muss sagen, also die Stadt als ein soziales Ereignis zu sehen, das interessiert mich schon auch. Aber wir müssen auch sehen, dass wir in unserer Stadt enorm viele Materialien verbauen. Nehmen wir mal an, wie wohnen Sie? Wohnen Sie in einem, auf der Etage, oder wohnen Sie in einem Haus außerhalb? Drei Etagen. Drei Etagen. Wie viel Fläche haben Sie etwa? 100 Quadratmeter. Ja, ich wollte Ihnen nur mal veranschaulichen, 100 Quadratmeter sind etwa 400 Kubikmeter umbauter Raum. Jeder Kubikmeter umbauter Raum sind 750 Kilo Materialien, die üblicherweise in ein Gebäude eingebaut sind. Jetzt können Sie sich leicht ausrechnen, wie viele Tonnen Sie bewegt haben müssen, um wohnen zu dürfen. Und das sind enorme Massen, aus denen unsere Stadt besteht. Und wir verstehen die Stadt noch nicht als eine Rohstoffquelle, sondern wir tun immer nur Neues hinein. Und das Alte reißen wir ab und brauchen es im besten Falle als Unterbau für unsere Straßen. Und das muss sich ändern. Wir müssen unsere Städte wirklich als, ja, Rohstoffquellen wiederum begreifen. Wir müssen in Kreisläufen denken. Und wir sollten zum Beispiel, wenn hier in Hamburg ein Gebäude aus Ziegeln abgerissen wird, vielleicht daran denken, dass man diese Ziegel nicht wegwerfen muss, sondern reinigen kann und daraus neue Häuser bauen kann. Und so geht es mit vielen anderen Stoffen auch. Also wir sollten schon sehen, dass wir begreifen, dass so eine Stadt eine enorme Rohstoffquelle ist und dass sie eigentlich in Zukunft die wichtigste Mine wird, aus denen wir unsere zukünftigen Rohstoffe herausholen können. Mit wenigen Ausnahmen der nachwachsenden oder fast unbegrenzt verfügbaren Stoffe wie Lehm, Holz
und schnell nachwachsende andere Stoffe. Das können wir relativ uneingeschränkt oder mit der Einschränkung, dass es in dem Maße nachwächst, wie es verbraucht wird, einsetzen. Was die Hightech-Baustoffe anbelangt, die werden sicher auch eingesetzt. Aber ich würde davor warnen, jetzt zu glauben, dass wir in der Breite dieses Hightech-Muster verfolgen können. Wir brauchen mehr Low-Tech, wir brauchen mehr Direktheit, auch für uns selber und natürlich vor allen Dingen für Länder, in denen sich die Dinge etwas langsamer entwickeln als bei uns. Und um vielleicht nur noch mal eine zweite Zahl zu nennen, wir sprechen immer so viel über den Weltenergieverbrauch. Allein 8% des Weltenergieverbrauchs gingen in die Herstellung von Zement. 8%. Nur der Zement. Wir haben noch über keinen anderen Stoff nachgedacht. Und auf der Leinwand haben wir dreimal Peter Head mit kultureller Planung, mit Slums aufwerten und ganz rechts Vorbild Kuba, Fragezeichen, und gewählt sind Slums aufwerten. Bitte schön. How do you take a city that has a 50-60% of the population living in slum conditions in shanty towns? How do you take that to the ecological age? How do you lift people out of poverty and maintain a low level of resource intensity? And the current thinking is to retain the footprint of the slum buildings with their narrow streets and their effectively walkable communities, actually, which operate in some ways in a remarkably efficient sort of way, but to actually allow some registration of land rights for the people who live there to enable them to raise some capital to begin to improve the buildings, and then to gradually help the city to have good infrastructure which can be put in underneath and between the buildings, water, waste, energy systems, and to allow the buildings to emerge and be developed and crafted into settlements that would be much more like Damascus and Jerusalem than would be like New York, downtown New York. And then to maybe connect those new settlements with underground metro systems, so you don't have to disturb them and put roads through, you have good public transport underneath. That sort of evolution to a modern but beautifully crafted and walkable and dynamic city is distinctly possible. Herr Lepple und Herr Egger, wie klingt das für Sie? Realistisch oder unrealistisch? Wir haben die Filme Kulturelle Planung, Luftverschmutzung und Vorbild Kuba und eine Wortmeldung von Herrn Hegger. Und er hat das Wort. Bitte schön. Oh. Ist er mich? Also es ist schon ein interessanter Ansatz, Slums zu veredeln. Ich sehe da eine Möglichkeit. Ich habe aber auch einige also Vorbehalte. Und die Vorbehalte liegen vor allen Dingen in der Dichte. Ich bin bei Slums in der Regel auf 2 bis 3 geschossen. Ich bin in einer hohen Dichte und bin fußgängerfreundlich, weil es nichts anderes als die Fußgängersituation gibt. Wenn ich das aber zum Schluss auf die Gesamtdichte ausrechne, wird es zum Beispiel mit der Metro sehr schwierig werden, weil praktisch der Einflussbereich der einer Metro-Haltestelle auch in einem Slum, in einem modernisierten Slum wahrscheinlich nicht erreicht werden oder in einem aufgewerteten Slum nicht erreicht werden wird. Das heißt, die Frage ist, für mich ist eine zentrale Frage, was kann ich für eine Dichte in einem Slum erreichen, das sich allmählich verbessert in seiner Situation. Und ich kenne eine Menge von Slums. Ich habe also viele auch in Kairo und in Südamerika, in Brasilien. Aber ich habe das Gefühl, in Indien haben sie die Dichte. In anderen Bereichen haben sie sie nicht. Ich finde richtig, diese angenehme Dichte, die in Slums herrscht, und das kann ich wirklich als angenehm nachvollziehen, beizubehalten. Es sind Städte, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Sie sind fußgängerfreundlich, sie sind äußerst kommunikativ, sie sind angenehm in der Räumlichkeit, auch wenn sie in ihrer Ausführung schlecht sind.
Und das halte ich für große Vorteile. Ich habe die Reserve in der technischen Erschließung. Ich glaube nicht, dass das über Metro geht. Man wird mit Bussen oder Straßenbahnen wahrscheinlich die richtige Dichte haben. Aber das ist der einzige Vorbehalt, den ich habe. Und Herr Lepple, Sie haben das Wort, bitte schön. Ja, also ich würde erst mal den Begriff des Slums etwas problematisieren wollen. Hinter dem Begriff Slums verbirgt sich ganz Unterschiedliches. In der Regel, was gezeigt worden ist von Peter Head, ist ja im Grunde genommen vor allem eine Selbstbausiedlung. Und wir müssen unterscheiden informelles Bauen, Selbstbauen und Slum. Und bei den Slum auch wiederum, in angelsächsischen Diskussionen, Slums of Hope und Slums of Despair. Also Orte der Hoffnung und Orte der Verzweiflung. Dass wir Slums haben, die so degradiert sind und so Ausdruck eines sozialen und ökonomischen Verfalls sind, zum Teil auch eines kulturellen Verfalls, dass es schwer ist, aufwerten zu haben. Aber gleichzeitig sind die Slums, wie sie entstehen, vor allem Ort der Hoffnung einer Aufwertung und einer Selbstbestimmung, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und es gibt natürlich hervorragende Beispiele des Selbstbaus. Also wir vergessen, dass beispielsweise Istanbul war eine Stadt von ungefähr 1 Million Einwohner in den 50er Jahren. Heute sind es 15 Millionen und ungefähr 12 Millionen sind selbstgebaute Wohneinheiten. Die Gece Kontos. Wie ich finde, mit einer hervorragenden Qualität, wo über intelligente Weise versucht wird, verschiedene Expertisen einzubauen, aber es ist selbst organisiert und selbst gebaut. Und in São Paulo gibt es hervorragende Beispiele von verdichteten Formen des Selbstbaus. Und deswegen würde ich gerne den Begriff Slum vermeiden, um präzise zu sagen, um was geht es? Geht es um informelle Bauen, informelle Siedlungen oder selbstgebaute Siedlungen? Und dann kommt ein zweiter ganz wichtiger Aspekt dazu, der meist vergessen wird. Das Wichtige an den informellen Siedlungen ist nicht nur das Wohnen, sondern dass es vor allem Orte der Arbeit sind. Und dass die Leute dort überleben können, weil sie dort arbeiten können. Und dass dort Wohnen und Arbeiten integriert sind und damit auch eine ganz andere Form des täglichen Lebens stattfinden kann. Und es gibt Beispiele, wie Peter Head sagte, die jetzt ohne große Planung, also wenn ich Nissa von Mexico City nehme, ein sehr bekannter, beforschter, ehemaliger Slum, das hat eine hervorragende Verkehrsanbindung, ist aufgewertet, ist angebunden an die Metro, hat vom Fußgänger, Fahrradrikschas, Fahrrad, Autos, Busse, im Grunde genommen ein ganz breites Spektrum an diversen Fortbewegungsmöglichkeiten. Und vor allem eben auch die Möglichkeit, die Arbeitsplätze in die Wohnblocks mit einzubinden. Also insofern denke ich, wir könnten sehr viel lernen von den Selbstbausiedlungen bei der Konzeption der Städte der Zukunft und bei dem Projekt, das wir in Nordäthiopien machen, wo ich vielleicht nachher was dazu erzähle. Da basieren wir im Grunde genommen genau auf einer genauen Erforschung dieser Slum-Entwicklungen, wie sich selbst organisierte, selbstgebaute Stadtteile, Städte entwickelt haben, um sie dann in eine soziale und nachhaltige und zukunftsfähige Perspektive zu bringen. Ja, inzwischen sind auch zwei Textnachrichten auf meinem Handy eingetroffen. Die erste lautet: Fragen Sie bitte die beiden Experten, seit wann sie eigentlich über Nachhaltigkeit nachdenken, beziehungsweise seit wann Ihnen Nachhaltigkeit in Ihrem Bereich wichtig ist. Und die zweite lautet, ja, kommt auch auf das Nest-Projekt zu sprechen. Am Anfang haben Sie das Projekt Nest in Äthiopien erwähnt. Könnte Herr Lepple verdeutlichen, was hier der Ansatz ist? Ich würde sagen, die Fragen reichen wir direkt durch, wenn Sie darauf antworten möchten. Wer möchte beginnen? Herr Hegger? Also das nachhaltige Bauen hieß mal anders. Es war das ökologische Bauen. Und ich hatte das Glück, mein Hochschuldiplom in der Woche zu machen, als die erste Ölkrise war. Und es hat mich geprägt, es hat mich sehr geprägt. Und seitdem beschäftigt mich das ökologische und später das nachhaltige Bauen und Planen. Nur auf die Frage, wie lange. Es ist also nicht
ein Ding, das jetzt erst ein paar Jahre alt ist. Um auch nur ein Beispiel zu nennen, ich habe ein Holz- und Lehmhaus gebaut innerhalb einer ökologischen Siedlung und wohne da bis heute drin. Selber mitgebaut? Selber mitgebaut, ja. Gut, aber Sie sind ja auch Experte, aber... Herr Löppler, reichen wir die Frage an Sie weiter. Zur ersten Frage. Ich habe in meinem früheren Leben als Ingenieur, glaube ich 1966, versucht, den Stirling-Motor auszugraben als Alternative zum benzin- und dieselbetriebenen Ottomotor, um mit wasserstoffbetriebenen kleinen Stadtautos eine neue Form der stadtverträglichen Mobilität zu entwickeln. Leider war ich damals meiner Zeit zu weit voraus, habe deswegen umgesattelt und habe mich mit sozialen, ökonomischen Fragen der Stadtentwicklung beschäftigt, aber immer mit dem Hintergrund die technischen und materiellen Fragen der Stadt im Kopf behalten. Zu diesem NES-Projekt. Ja, der Hintergrund ist, dass wir in Afrika konfrontiert sind mit einer enormen Bevölkerungsentwicklung. Und dass in Äthiopien, das ein Paradies war, als da noch 30 Millionen Menschen gewohnt haben, leben heute 80 Millionen und ständig an der Grenze einer möglichen Hungerkatastrophe. Sobald der Regen ausbleibt, droht der Hunger, weil 85% der Menschen von Subsistenzlandwirtschaft abhängig sind und damit im Grunde genommen keine Flexibilität mehr da ist, irgendwelche externen Schocks zu ertragen. Und unser Ansatz war zunächst, was kann man machen? Und wir hatten lange überlegt, soll man an der Landwirtschaft ansetzen? Oder dann wurde uns deutlich, der Hauptstrom ist die Verstädterung. Und dass wir, und da kommt der zweite Punkt ist, es gibt eine große Fehlorientierung der Diskussion auf der Welt. Wir reden alle von Megacities. Das Hauptwachstum der Bevölkerung findet aber nicht in den Megacities statt, sondern in den Secondary Cities, in den mittleren Rang Cities, um die sich kein Mensch kümmert und wo kaum Planungsansätze gibt. Und da war unser Ansatz, wir müssten uns um einen Verstädterungsansatz dieser Mittelstädte kümmern und haben deswegen nicht Addis Abeba, die große Megacity, sondern Bahir Dar, die kleine Stadt, mittlere Stadt am der Quelle des Blauen Nils ausgewählt. Und das Zweite war zu fragen, wir können heute nicht einfach eine Stadt bauen und davon ausgehen, dass die Leute dann dort überleben können, sondern wir müssen ein hybrides Konstrukt entwickeln, wo die Leute ihre eigenen Lebensmittel produzieren, im Sinne eines Urban Farming und auf der Grundlage des Urban Farming und eines informellen Bauens, wo die Leute quasi ihre eigenen Häuser bauen und ihre eigene Existenz aufbauen, um mit dem Lernen des Baus des Hauses eine Professionalisierung erfahren, einen Beruf erfahren, um damit schrittweise von der direkten Abhängigkeit der Subsistenzproduktion eine Mikroökonomie aufzubauen und damit eine robustere, resilientere Ökonomie zu haben, um in Zukunft auch von großen Krisen wahrscheinlich heimgesuchten Land überleben zu können. Und das Ganze konzipiert als ein Modellprojekt, wobei das natürlich so komplex ist, dass ich es in den 3 Minuten ganz bestimmt nicht darstellen kann. Aber das Entscheidende war für uns zu sagen, wir schlagen das vor, wir brauchen vor allem Äthiopier, die das tragen. Und der allererste Schritt war nach einem Jahr Vorbereitungszeit, dass die Bauern, die in diesem Gebiet wohnen, in einen Diskussionsprozess eingebunden sind und sie darüber abgestimmt haben, wollen wir das? Wollen wir uns dafür engagieren? Und die Bauern haben nach anfänglichem Zögern, weil sie dachten, wir sind vielleicht auch Landgrabbers, Landräuber. Und als sie gemerkt haben, was wir wollen, einstimmig zugestimmt haben. Der zweite Schritt ist jetzt im Augenblick, dass wir dabei sind, eine Kooperative aufzubauen oder mehrere Kooperativen. Eine Kooperative für dieses Urban Farming, eine Kooperative für den Bau der Häuser, eine Kooperative für die Vermarktung, eine Kooperative für die Wasserwirtschaft und die Aufforstung. Sodass man mit vielfältigen Ansätzen, über vor allem mit dem Grundprinzip, kein Tropfen Regen darf verloren gehen, das Wassermanagement in den Mittelpunkt. Okay, stopp. Das
Ich möchte noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, was Sie in Ihrem vorletzten Beitrag gesagt haben. Das klang, als ob die richtige Mischung aus Geschehen lassen und Planung vielleicht ein Schlüssel für die Planung von Städten in der Zukunft sein könnte. Und gewählt ist der Publikumsbeitrag. Bitte schön. Ja, wenn zukünftige Generationen uns über uns reden werden, dann werden sie sagen, was haben die damals für eine gigantische Verschwendung betrieben und haben trotzdem Städte gebaut, die weit weg waren von all dem, was optimal ist. Und das Problem, was wir heute haben, ist, dass wir uns mit ganz vielen Altlasten, bei den existierenden Städten, mit ganz vielen Altlasten herumschlagen müssen. Wir wissen eigentlich, technisch haben wir viel bessere Möglichkeiten mittlerweile und müssen die aber irgendwie umsetzen und das Alte erstmal wieder wegreißen. Also das Tempo der Erneuerung und die Bedürfnisse der Erneuerung werden viel größer sein als das, was man tatsächlich realisieren kann. Das ist für mich so das zentrale Problem der Städtebau der Zukunft, dass man sagt, die ganzen Altlasten behindern uns in der Umsetzung dessen, was wir eigentlich gerne hätten. Ja, und das Tempo wird immer noch mehr wachsen. Und gleichzeitig will ich mal sagen, es gibt so mehrere Möglichkeiten, wo die gigantische Verschwendung, die wir jetzt haben, auch mal deutlich wird. Das ist zum Beispiel in Hamburg fehlen zurzeit etwa geschätzt 20.000 Wohnungen. Und gleichzeitig stehen 1 Million Quadratmeter Büroflächen leer. Ja, und werden auch deshalb leer stehen gelassen, damit die Mieten nicht explodieren im Bürobereich. Und da sagt man doch, wenn man das aufteilen würde, gerecht und fair, dann könnte man das immer noch nutzen. Auch wenn man schlau wäre, würde man Häuser bauen, die sowohl Büros als auch Wohnungen sind und verbieten, dass man nur noch Häuser baut, die nur ausschließlich Büros haben, weil das eine Riesenverschwendung ist. Und weil das ja nachträglich einen Riesenaufwand bedeutet, aus einem Bürohaus wieder ein Wohnhaus zu machen, ist fast unmöglich. Also es ist da ein Riesenaufwand. Der nächste Punkt für Verschwendung ist mal ein bisschen kleinere Dimension. 1 Milliarde Liter Trinkwasser spülen wir jeden Tag in die Toilette runter. Und warum haben wir nicht Brauchwassersysteme für die Toilette, dass wir sagen, wir haben auch technisch die Möglichkeiten, das Brauchwasser von der Dusche und anderen Sachen auch als Toilettenspülung zu verwenden, aber wir haben das jahrelang nicht gemacht, weil wir gedacht haben, ja, wir brauchen das ja nicht, wir haben ja genug Trinkwasser. Ja, warum, dann machen wir nur ein Leitungssystem und nicht zwei. Aber technisch haben wir natürlich ein Riesenproblem. Wenn wir das realisieren wollten, in allen Häusern jetzt Brauchwassersysteme zu installieren, dann hätten wir einen riesen Arbeitsaufwand, aber der würde sich natürlich nur langfristig lohnen. Und der dritte Punkt, der nochmal deutlich wird, was für Dummheiten wir begehen, ist Kühlschrank. Kühlschrank im Winter, wir beheizen die Räume mit einem riesen Energieaufwand und haben dann gleichzeitig elektrisch betrieben einen Kühlschrank, damit wir unsere Lebensmittel kühlen können, anstatt die Kälte von draußen zu nutzen und zu sagen, wir nutzen das, um irgendwo Räumlichkeiten zu haben in einem Haus, der von draußen die Kälte reinkommt und da werden die Lebensmittel deponiert. Das könnten auch Fenster sein, Kühlschrankfenster oder ähnliche Dinge. Aber dieser Wahnsinn, wir beheizen den Raum und kühlen gleichzeitig den kleinen Raum, wo unsere Lebensmittel drin liegen, das ist eigentlich eine gigantische Energieverschwendung. In den USA hängen überall... In den USA hängen überall Air-Condition-Kästen außerhalb des Hauses. Da könnte man ja in Deutschland Kühlschrankkästen hinhängen. Ja. Und wir haben ganz links Umbau Londons, in der Mitte das Plus-Energiehaus und ganz rechts Vorbild Kuba? Fragezeichen. Bitte wählen Sie eindeutig. Und Sie wählen das Vorbild Kuba. Bitte schön. Improving quality of life. And India is a good country to use as an example, because India at the moment has an ecological footprint that's less than the average we need for the whole planet, on average, in India, if you take the urban and rural average across India. But every country that's gone beyond that and has increased its wealth has started to use massive amounts of materials. And the ecological footprint of the country's gone up really, really quickly from that point. And what we really need to do is to stay at that level of ecological footprint and develop human development and take people out of poverty without a massive consumption of resources which are used in a way that pollutes the ecosystem and starts killing off other species and starts affecting the stability of the planet. There's only one country in the world that's achieved that, and that's Cuba. And the reason that Cuba's done that is because their oil supply was turned off. You know, they actually had this situation where they stopped receiving oil and fossil fuels, so they had to find a way of living very lightly on the island without fossil fuels, and have evolved a way of doing that. So they have managed to evolve human development without
very high ecological footprint. What they have found is you need urban food production. You need to connect urban and rural systems in a very, very fundamental way and close the loops in order to live at much lower net resource consumption and actually at lower cost. Also ich möchte mich entschuldigen, aber in dem Moment, als ich auszählte, war gerade das Vogelkuber mit den meisten Stimmen. Und wir haben immer noch den Umbau Londons, das Plus-Energiehaus und ganz rechts den Schriftsteller, den Sie vielleicht kennen, T.C. Boyle. Und bitte wählen Sie jetzt. Und Herr Lepple hat sich natürlich auch zu Wort gemeldet. Und Sie wollen... Entscheiden Sie mal zwischen Herrn Lepple und Herrn Head. Ich glaube, die rechts können wir vergessen. Und das ist Herr Lepple, bitteschön. Ja, also der Peter Head hat Stichwort gegeben. Urban Farming oder Urban Agriculturing oder Urban Gardening. Wir haben ja gelernt, unsere städtische Kultur darauf aufzubauen, uns von der Natur zu emanzipieren und Nahrungsmittelproduktion auszulagern, alle Formen des Stoffwechselprozesses mit der Natur auszulagern. Eine Form der Moderne, die im Grunde genommen die Natur irgendwie beliebig verfügbar macht über technische Systeme. Und was wir heute sehen, ist, dass wir auf der Welt ein enormes Problem der Nahrungsmittelsicherheit haben. Dass es 800 Millionen oder wie viele Menschen gibt, die Hunger leiden. Und dass wir bei diesen Stadtentwicklungen, die wir sehen, überall Formen dieses Urban Farming sehen. Und insofern denke ich schon, dass Kuba ein außerordentlich spannendes Beispiel ist, wo die Leute gezwungen worden sind, um zu überleben, die Landwirtschaft in die Stadt zurückzuholen. Und das Problem müsste man einfach weiterdenken. Dass es eben nicht nur darum geht, jetzt, dass irgendwelche Mittelstandsleute ihr schönes Community-Gärtchen machen wie in Manhattan, sondern dass wir in der Stadt enorme Flächen haben, wo wir sogenannte Building Integrated Farming machen können. Das heißt, die ganzen Dachflächen nutzen könnten, um mit Gewächshäusern oder was auch immer einen Teil unserer Nahrungsmittelproduktion zu produzieren, möglichst auch unter geschlossenen Kreisläufen, um Wasser zu sparen, und damit auch zu einer völlig anderen Architektur kämen, aber gleichzeitig möglicherweise auch zu ganz anderen Lebensqualitäten. Also das finde ich eines der innovativen Anstöße der letzten Jahrzehnte. Und es ist ja jetzt auch wie ein Lauffeuer, aber es wird ja eher so als eine kulturelle Kunstform bisher verbreitet, genau, dass man das mal ernst nimmt und auslotet, was ist damit möglich, und statt nun Dachbegrasung auch ernsthaft über diese neue Formen der landwirtschaftlichen Produktion, die in die Stadtstruktur integriert ist, nachdenkt. Ja, vielen Dank. Und Kuba stellt uns natürlich auch vor das Problem, das der Herr am Mikrofon gerade auch angesprochen hat, als er sagte, warum verbietet man bestimmte Dinge nicht einfach? Kuba hat natürlich eine andere politische Struktur. Manche Dinge gehen dort schneller und man müsste auch darüber nachdenken, wie wir solche Prozesse demokratisch organisieren können. Und gewählt ist Herr Hegger, bitteschön. Ja, das Thema Urban Farming hat mich natürlich auch interessiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein sehr romantisches Thema. Es ist ein Thema, das auch in New York nur dort erfolgreich betrieben wird, wo es große zusammenhängende Dachflächen gibt, die professionell gegärtnert werden. Und ich glaube, das ist durchaus ein sehr interessantes Ding. Es wird auch immer wieder Leute geben, die neben ihrem Beruf genügend Zeit haben, Gardening zu machen, oder die das als eine Art Entspannung und als eine Art Zusatzvergnügen sehen. Aber wir sollten uns nicht der romantischen Vision hingeben, dass die arbeitsteilige Gesellschaft irgendwann ganz plötzlich aufhört und wir alles nur noch selber machen. Genauso wenig glaube ich, und das wird die große Schwierigkeit der nachhaltigen Umwandlung unserer Gesellschaft sein, dass irgendjemand hier im Raum jetzt aufsteht und sagt, und ich will auf die Hälfte meiner Energie, die ich verbrauche, verzichten, oder ich will auf die Hälfte meines Einkommens verzichten oder etwas anderes. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit
mit einem plötzlichen Verzicht in Kuba, hervorgerufen durch die Isolation, durch die politische Isolation, dass diese Situation haben wir nicht, erfreulicherweise. Das heißt, wir haben eine evolutionäre Bewegung und keine revolutionäre Bewegung. Und diese Evolution wird durchaus auch revolutionäre oder schnelle Entwicklungen in sich tragen, aber sie wird langsam sein. Als ich eben hier nach Hamburg reinfuhr, sah ich ein sehr schönes Plakat von der Handwerkskammer. Wir finden, Hamburg ist uns ganz gut geraten. Wir hatten ja auch 1200 Jahre Zeit dafür. Und das sagt mir im Grunde genommen, also was Gutes braucht Zeit, um zu wachsen. Und auch die Nachhaltigkeit, die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft, die nachhaltige Entwicklung unserer Städte braucht Zeit. Sie braucht viel Zeit. Und es wird eine Bewegung sein, die uns nicht die nächsten 5 Jahre, so wie es vielleicht eben die SMS war, suggerieren, sondern das ist ein ganz großes gesellschaftliches Projekt über die nächsten 50 bis 70 Jahre. Und da wird das Thema Materialien eine Rolle spielen, es wird das Thema Energie eine Rolle spielen, es wird das Thema Dichte in der Stadt eine Rolle spielen, Verkehr, viele andere Themen werden wir da sehr ernsthaft behandeln müssen. Und die meisten Themen werden wir nur dann angehen, wenn wir entweder dazu gedrängt werden durch unsere Umweltbedingungen oder die wirtschaftspolitischen Bedingungen, oder wenn wir Wege sehen, das über eine Effizienzerhöhung oder durch das Schließen von Kreisläufen wieder angenehmer zu machen, für uns verträglicher zu machen. Und wir haben die 3 Clips auf der Leinwand. Umbau Londons ganz links, in der Mitte noch einmal Dongtang, das Öko-Stadt-Projekt in China, ganz rechts TC Boyle mit Einbunkern und eine Meldung aus dem Publikum. Und jetzt möchte ich natürlich um Himmels Willen nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist Umbau Londons, bitteschön. Ja. London has got a climate change action plan which is aiming to take London from where it is to a city in 2050 that has 80% lower carbon emissions or greenhouse gas emissions. And so what we're trying to do is to look at a neighbourhood of around 20,000 homes. It's about providing the infrastructure and the services and systems that enable them to make much more sustainable choices that probably they might want to make if only they had the choice, but actually they're locked into a way of living which uses a huge amount of fossil fuels. We would retrofit it street by street, so we would work through the neighbourhood, changing the streets and helping to make the buildings more energy efficient, have water recycling systems and so on. We would have a community interest in the management of this, so the community would be able to help steer and design it to suit their local needs. And we would use pension funds to actually fund it. So the community wouldn't have to fund it. A pension fund would put in the capital and the recovery of that investment would come from the savings in water, energy and waste expenditure that the community had. Und wir haben noch eine halbe Stunde und wir haben Klimaadaption ganz links, Anpassung an den Klimawandel. Wir haben in der Mitte Sümpfe im Zentrum Londons, wir haben ganz rechts TC Boyle einbunkern und die Meldung aus dem Publikum. Und Herr Leppler hat sich gemeldet und diesmal ist es einbunkern. Bitte schön. As far as, you know, having a virtual reality, well, you know, the society is really closing up. I mean, Jesus, I sound like an old complainer, but I am an old complainer. The way technology rushes so quickly. So there were movies in a movie theater. You go to a movie theater, there are other people there, wonderful. But then you could get videotape. So you stayed home and you played it on your machine. Then they've invented a video store. You go there and you can get, okay, they changed to DVDs. You get DVDs. But at least you went someplace and you saw people and you browsed. Now that's all gone. Now everything is streaming. You get it in your house more and more. Nobody ever leaves the house. There's no interaction with other people. The last place is the bar. And again, another of my inventions, by the way. I don't know if I should give this away. Somebody will steal it because it's not perfected yet. But the virtual bar.
The virtual bar, it surrounds you in 3D in your house. The women there never say no. You can even have a machine that pops out a martini now and again. Play any music you want. You don't have to get down and dirty or actually see strangers, you know? That's what we're coming to. Everybody in a bunker with a wall around it. Maybe that's great. Maybe that's the optimistic future. But I don't think so. Und wir haben eine Meldung von Herrn Lepple und ganz rechts das Publikum und die drei Filme und gewählt ist das Publikum. Bitte schön. Herr Lepple, es scheint mir der Begriff Urban Farming doch ein Widerspruch in sich selber. Warum lässt man nicht das Farming, wo es mal hingehört und achtet auf die Ursachen und nicht bloß auf die Folgen? Denn die Ursachen liegen doch auf dem Land und nur die Folgen in der Stadt. Ich war also in Indien vor 10 Jahren und man sagte mir, im Umkreis von 600 Kilometern um New Delhi gibt es keinen Baum und keinen Strauch mehr. Ja, da wird es auch keine Menschen mehr geben und in New Delhi, da baut auch niemand auf dem Dach Salatköpfe an. Also wie das Ganze funktionieren soll auf Dauer, ist mir ein Rätsel, wenn es nicht gelingt, die Menschen auf dem Land zu halten. Eine sehr gute Frage, vielleicht antworten Sie ja, ich kann direkt darauf eingehen. Also wir leben in der Illusion, als könnten wir alles auf dem Land produzieren, was wir an Lebensmitteln brauchen. Wir vergessen aber, dass wir zu dem, was wir hier in Deutschland produzieren, unglaubliche Flächen in Ländern der Dritten Welt brauchen, um wieder Eiweiß zu produzieren, was dann hier quasi als Kraftfutter bei den Tieren reingesteckt wird und unten als Milch rauskommt oder als Fleisch geschlachtet wird. Also wir haben einen Globus, der pro Einwohner der Welt immer kleiner wird. Und ich erlebe es in Afrika, wo in diesem armen Äthiopien riesige Flächen aufgekauft werden von China, weil sie dort Reserven haben wollen für ihre Nahrungsmittelproduktion, von Saudi-Arabien, weil sie dort Weizen bauen wollen, von Deutschen und Holländern, um dort Blumenfarmen zu bauen, von Israelis, weil sie dort Biomasse bauen, um unabhängig zu werden von den Arabern und so weiter und so weiter. Und das geht über ganz Afrika. Und wir sind dramatisch dabei, ohne dass uns bewusst ist, immer mehr des Erdballs für unseren Lebensstil in Anspruch zu nehmen. Und ich denke, also einmal muss man ja unterscheiden, Urban Farming ist für mich natürlich vor allem ein Thema jetzt in Afrika. Bei unserem Projekt, Stadtprojekt in Afrika, ist Urban Farming das Zentrum des ganzen Projektes. Damit die Leute nicht verhungern, damit sie sich selbst ernähren können. Ich denke aber auch, dass bei uns über diesen kulturellen Bewegung hinaus es einen Ansatz gäbe, wenn wir uns wieder bewusst wird, wie Stoffwechsel mit der Natur aussieht und wie die Leute wieder erleben, wie man was produziert, dass man dann auch anders mit Lebensmitteln umgeht und vielleicht auch die Schulkantinen mit anderen Lebensmitteln versorgt, als gegenwärtig der Fall ist. Also es hat ganz viele Dimensionen, es hat kulturelle Dimensionen, es hat ökologische Dimensionen, soziale Dimensionen, ökonomische Dimensionen. Ich glaube auch, dass das nur ein begrenzter Ansatz ist, aber ich denke, dass es außerordentlich wichtig ist, unsere Kreisläufe wieder kürzer zu machen und das, was möglich ist, vor Ort zu produzieren, auch zu nutzen. Und wir haben Riesenfläche, die wir haben. Und die sollten wir dann auch wirklich sinnvoll nutzen und nicht einfach nur dann mit Materialien, die wir gar nicht kennen, was deren Langzeitwirkung ist, isolieren oder mit Dach begrünen. Dann kann man doch gleich lieber wir müssen noch den richtigen Wort, wir haben ja auch sowas, wir haben ja unsere Kleingärten, was auch eine tolle Sache ist und wo sich auch eine Veränderung im Augenblick vollzieht, dass diese Kleingärten, die ja lange Zeit vor allem als Giftspritze bekannt waren, nun auch die Ökologie entdeckt haben und sich dort ein Generationenwechsel in Gang setzt. Und das hat ja vor allem auch für die Kinder eine wichtige Sache, zu sehen, wie ein Radieschen wächst, seine Hand in die Erde stecken, im städtischen Leben, ohne nun gleich aufs Land ziehen zu müssen. Also ich glaube, dass es eine ganz komplexe Sache ist, die mit vielen Illusionen verbunden ist, aber auch mit sehr wichtigen Perspektiven, die wir ausarbeiten sollten.
Ich möchte noch kurz Ideen aus dem Publikum und Fragen aus dem Publikum einwerfen, die per SMS kamen. Eine Frage ist, wie modern ist Hamburg? Die Fahrradwege sind vorhanden, der ÖPNV funktioniert. Was fehlt Hamburg eigentlich? Schrebergärten. Als nächstes, ein Projekt wie Nest funktioniert vielleicht im Kleinen. Wie kann man diese Idee auf große bestehende westliche Städte adaptieren? Weiterhin, wir hören immer wieder, dass Wassersparen eine wichtige Rolle spielt. Nun hat man in Nordeuropa nicht den Eindruck, dass wir zu wenig davon hätten. Hamburg mag hier einen Sonderfall darstellen. Wie wichtig finden die Experten denn wirklich dieses Thema bezogen konkret auf uns? Und als letztes, haben wir denn 50 bis 70 Jahre Zeit, wenn wir die ohnehin schon bescheidenen Klimaschutzziele überhaupt erreichen wollen? Ich gebe die alle vier einfach mal durch an Herrn Hegger. Picken Sie sich die raus, zu denen Ihnen was einfällt, wenn Sie möchten. Ja, gerne. Vielleicht zunächst mal noch zum Urban Farming. Also wir dürfen ein paar Dinge nicht vergessen beim Urban Farming. Wenn es auf Dächern passiert, die Dächer sind meistens, wie wir als Architekten sagen, ausgeknautscht. Das heißt, sie nehmen keine zusätzlichen Lasten auf. Das ist ein riesiges Problem. Also die Häuser müssten im Grunde genommen neu gebaut werden oder sie müssten mit zusätzlichen Lasten oder rekonstruiert werden, damit wir das auf Dächern machen können. Wir können es aber sicher in kleinen Freiräumen machen. Aber was daraus folgt ist, wir sollten uns sehr bewusst sein, dass jede zusätzliche Versiegelung, die wir von Landschaft betreiben, dass sie eine große Gefahr in sich birgt. Und da gibt es Zahlen, wir versiegeln jeden Tag 120 Fußballfelder in Deutschland, jeden Tag. Und dazu bauen wir dann noch Solaranlagen auf im freien Feld. Das sind Dinge, die ich nicht akzeptiere. Was allerdings sicher sehr gut geht, ist, dass man auf Dächern Energie erntet. Dass die Integration solcher Anlagen in sowieso schon bebaute Flächen macht meiner Ansicht nach sehr viel Sinn. Zur Frage, und die kam mir eben schon, ob Hamburg nicht modern ist, kam mir, als ich den Film über London sah, da muss ich dann sagen, also was London da vorhat, ist ja lächerlich gegenüber dem, was Hamburg vorhat. Also wenn ich alleine jetzt, wir haben in den letzten Jahren mitgearbeitet am Energieatlas für Wilhelmsburg, wo wir auf 100% CO2-Einsparung gehen und das sind nicht mal lächerliche 20.000 Einwohner, sondern das sind ein paar Mal mehr Einwohner. Und also da muss ich schon sagen, also Hut ab, was diese Stadt vorhat, was mit der internationalen Bauausstellung hier im nächsten Jahr in die Öffentlichkeit getragen wird, mehr als bisher. Ich glaube, Hamburg nimmt es weniger wahr als die Umwelt weltweit. Das sollten Sie sich wirklich mal ansehen, was da passiert. Und man kann nur hoffen, dass die Pläne, die dort gemacht werden, dass die wirklich auch umgesetzt werden. Dann ist Hamburg nämlich wirklich noch weiter vorn als in vielen Bereichen ohnehin schon. Also da kann man nur sagen, da passiert eine Menge und da habe ich großen Respekt vor dem, was in Hamburg passiert. Und was fehlt Hamburg? Das war die Frage. Was fehlt Hamburg? Nichts. Gutes Wetter. Gutes Wetter. Aber vielleicht, Herr Lepple, was, wenn Sie auch vielleicht... Ja, ich bin Herrn Hegger sehr dankbar, dass er das eingebracht hat. Mich hat es auch in den Fingern gejuckt, als ich den Umbau Londons sah. Und dachte, wir haben so viel tolleres Projekt hier und so viel fortschrittlicher, ja, dass auch mal zur Kenntnis genommen werden muss. Und übrigens auch die Forderung des Herrn aus dem Publikum, dass man nicht mehr Büros oder das bauen soll. Es gibt die Hybrid Houses, die hybriden, genau, Gebäude, die umfunktioniert werden können in unterschiedliche Nutzungen, auch im Lebenszyklus der Familie oder der Bürogemeinschaft oder des Gebäudes, und entsprechend angepasst werden, sodass man es eben nicht abreißen muss, sondern den Lebenszyklus verlängern, was das Wichtigste überhaupt von Nachhaltigkeit ist und unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten hat. Und gleichzeitig mit neuen, intelligenten Werkstoffen arbeitet, wo die Energie aufgenommen wird, wenn die Sonne strahlt und gespeichert wird und dann in kälteren Zeiten wieder abgegeben wird. Und vielleicht nochmal, Sie haben diese erneuerbare Wilhelmsburg benannt, man kann es gar nicht
genug betonen, was hier für ein grundsätzlich wichtiger Ansatz formuliert wird. Wenn wir jetzt den ganzen Eiertanz um unsere Energiewende betrachten und diese, ich finde es monströse Perspektiven dieser Windparks in der Nordsee, diese riesigen Sonnenanlagen in der Sahara, wo das ganze Problem, die alten Akteure, die bisher uns quasi dominiert haben, Energieversorgung, jetzt unsere Energiewende in die Hand nehmen und wahrscheinlich eher ein Problem als eine Lösung produzieren. Statt dem Beispiel Hamburgs zu folgen, die Möglichkeiten zu nutzen der modernen Technologieproduktion, die Produktion sowie den Konsum zu dezentralisieren und eine integrierte, verbrauchsnahe Produktion der Energie zu machen und damit die Konsumenten auch zu Produzenten zu machen und intelligent zu vernetzen. Das ist ein grundsätzlich anderer Ansatz als beispielsweise München versucht. München brüstet sich ja auch 2050 CO2-frei. Die reichen Münchner Stadtwerke kaufen eben Anteile auf den Windparks und kaufen Anteile bei Desertec. Das finde ich einen äußerst problematischen Ansatz. Und wir haben hier in Hamburg einen tollen Ansatz und ich hoffe und hoffe sehr, dass wenn im nächsten Jahr die IBA ausläuft, diese Projekte weitergehen und nicht das ganze Projekt an die Verwaltung von Bezirk Mittelfeld und damit im Grunde genommen das Projekt tot ist. Also als Berliner hätte mich jetzt schon interessiert, was Hamburg denn fehlt. Hamburg fehlt, das kann man ganz einfach benennen. Hamburg ist absolut mutlos, was den Verkehr angeht. Es ist unglaublich. Man kann nicht propagieren, wohnen in der Innenstadt und weiterhin unbegrenzt auszubauen. Und die Leute dürfen sich nur beklagen, dass sie mit ihren großen 2-3 Tonnen schweren Geländewagen dann die Straße kaputt machen und beklagen sich über das Abendblatt, wie schrecklich die Schlaglöcher in der Stadt sind. Das ist doch ein Skandal. Ich meine, das ist doch unmöglich. Dankeschön. Und da wünsche ich mir ein bisschen des Mutes, denn die Verkehrskommissarin in New York, Sadiq Khan, Jeanette Sadiq Khan hat, die einfach über Nacht die Straßen sperren lässt, Kübel aufstellt und sagt, hier ist jetzt ein Fahrradweg, probiert's mal aus. Und die Leute sind begeistert. Oder den Times Square sperren lässt für Autos und die Leute sind begeistert und feiern das und kein Auto kommt mehr zurück. Und in den letzten fünf Jahren 250 Kilometer Radwege gebaut worden in New York. Was hätten wir für Chancen in Hamburg, eine Verkehrswende mit einer neuen städtischen Kultur zu entwickeln? Da muss ich Ihnen natürlich recht geben vom Museum der Arbeit. Da ist wirklich eine Kulturrevolution nötig, aber auch ein bisschen Mut der Stadtgesellschaft, der Presse und vor allem der Politik. Und wir haben ganz links noch einmal TC Boyle mit Wohnmaschinen in der Mitte, die Sümpfe im Zentrum einer Stadt und ganz rechts das Plus-Energiehaus und nach der flammenden Rede, Herr Leppl, habe ich das Gefühl, morgen brechen neue Zeiten an. Und gewählt ist TC Boyle, ganz links. Oh, und Herr, aber gewählt ist TC Boyle, bitte. TC Boyle. Look at our skyscrapers, which are completely controlled by computers and climate controlled, and they're very efficient and so on and so on. And yet, if you're in one of those hotel rooms, you can't open the goddamn window and be an animal with your head outside smelling the air, you know? So you have to sacrifice something for that kind of efficiency. And what it is the kind of life that I choose to leave for myself. Like right here, right now. I can go outside and be in wilderness. That's important to me. But for 99% of the people on the earth, they'll never know that and never see that and never experience it. Generations of people just live in apartments in a city and nature is, it's raining or there's a pigeon, you know? One of the reasons I'm here and why I do say that I'm an ecologist is because I like to go out there by myself and free my mind totally and just feel the pulse of this. We're animals. We're meant to be outside. We're meant to be in nature. All this is artificial. Which is not to say that I'll be sleeping in a blanket in the woods tonight. No, I'm happy to have a bed to sleep in.
Und wir haben das Smartphone hilft ganz links und die Sümpfe im Zentrum, das Plus-Energiehaus, und gewählt ist Herr Hegger, bitteschön. Ja, was soll ich zu TC Boyle sagen? Er bringt es immer sehr gut auf den Punkt. Das ist ganz hervorragend. Er ist sehr unterhaltsam in seiner Art. Aber es ist uns nicht vergönnt, mit 7 Milliarden Menschen in der Wildnis zu leben. Also dass wir leben in Städten, wir leben in großen Teilen in Städten. Und wenn wir jetzt alle 7 Milliarden uns aufmachen wollten, in der Wildnis zu leben, gäbe es keine Wildnis mehr. Das wäre ein riesiges Problem. Also bitte bleiben Sie in der Stadt. Das tut uns allen sehr gut und es schont den Rest an Natur, den wir haben. Und der sollte möglichst ohne uns Menschen auskommen, weil wir sonst als Menschen nicht mehr leben können. Das ist eine bittere Wahrheit, aber wir sind zu viele geworden. Und diese Bevölkerungsexplosion, die wir praktisch seit der Industrialisierung erlebt haben, ist ja eine Explosion, die nur zustande kam, weil die Industrialisierung in Verbindung mit fossilen Energieträgern zustande kam. Und die große Frage ist jetzt, wie kommen wir in der nächsten Zeit mit diesen Menschen und mit weniger fossilen Energieträgern, mit weniger Ressourcen aus? Und das wird die große Aufgabe der Zukunft sein und das ist auch die große Aufgabe der nachhaltigen Entwicklung. Und um ganz ehrlich zu sein, da glaube ich, dass sowohl London als auch viele andere Städte zu kurz springen, wenn sie nur über CO2 nachdenken oder wenn sie nur über den spezifischen Primärenergieverbrauch nachdenken oder etwas anderes. Wir sollten gesamtheitlicher denken, unseren gesamten Fußabdruck sehen und sehen, wie wir diesen Fußabdruck verringern können, ohne unsere Standards total aufzugeben und ohne weiter das Leben zukünftiger Generationen praktisch zu beleihen, was wir derzeit in großem Umfang tun. Und diese Aufgabe wird zum Beispiel in der Schweiz sehr, sehr ernst genommen. Dort geht es zwar auch vordergründig nur um das Thema 2000-Watt-Gesellschaft, also Verringerung des Energiebedarfs auf ein Drittel bis 2150. Die Schweizer sind immer ein bisschen langsamer. Aber sie sind gewaltig. Sie machen das gewaltig und sehr ernsthaft. Sie machen das über Bevölkerungsbefragungen. 77% der Züricher Bevölkerung hat 2010 sich entschlossen und dafür gestimmt, wir machen die 2000-Watt-Gesellschaften. Das bedeutet nicht nur Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Drittel, sondern tatsächlich des Fußabdrucks auf ein Sechstel. Und das ist eine gewaltige Aufgabe, die jetzt zunehmend dort von den Firmen, von den Stadtverwaltungen und auch von der Bevölkerung angenommen wird. Und ich glaube, auf solche ganzheitlichen Lösungen müssen wir kommen und sehen, wie wir diesen Fußabdruck, das war eine ganz zentrale Aussage, die wir eben gehört haben, wie wir den verringern können, ohne unseren Lebensstandard aufzugeben und damit gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, andere in der Welt an unseren Lebensstandard allmählich heranzuführen. Und wir haben die drei links auf der Leinwand und Herr Lepple, bitte wählen Sie jetzt. Die Vergleichsflächen sind nicht identisch, das ist mein Problem. Aber gewählt ist Herr Lepple, bitteschön. Ja, ich möchte auch das Stichwort noch von Boyle aufgreifen. Also Sie haben schon das Wesentliche gesagt, wir können die Wildnis nur erhalten, wenn wir in Städte leben. Also das ist, und ich möchte eine andere Paradoxie aufgreifen mit der Bevölkerungsentwicklung. Das ist nun wirklich ein zentrales Problem, dass wir haben jetzt rund 7 Milliarden Menschen. Bis 2050 werden es nochmal 2,5 Milliarden mehr sein. Und die einzige Hoffnung ist im Grunde genommen, dass über die Verstädterung die Bevölkerungsentwicklung zurückgeht. Und damit das Paradoxon, dass die Urbanisierung verwesentliche Probleme
unserer nicht nachhaltigen Wirtschaftens und Lebens verantwortlich ist und gleichzeitig die entscheidende Grundlage ist für mögliche Lösungen. Und das sollten wir im Auge behalten. Und dass, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann sollten wir uns auch erinnern an Rio, wo Nachhaltigkeit immer zusammen mit Gerechtigkeit thematisiert worden ist. Dass Nachhaltigkeit nur zusammengeht mit Gerechtigkeit. Und was wir im Gegenwärtig haben mit der zunehmenden Verstädterung, ist ja auch eine zunehmende Verstädterung der Armut, sodass es wir Strategien brauchen, wie wir die Verstädterung auch so entwickeln können, um die Armut zurückzubekommen und die nachhaltigere Strategien. Und es gibt verhängnisvolle Entwicklungen in manchen Ländern der Dritten Welt, wo man gerade versucht, die Zuwanderung zu blockieren, indem die ganzen informellen Siedlungen immer mit dem Bulldozer weggeräumt werden und den Leuten keinen Zugang zu den Infrastrukturen gegeben. Das Verhängnis, was man machen kann. Man kann nur hoffen, dass die Leute zuwandern und dann insbesondere über die Alphabetisierung der Frauen die Chance besteht, dass damit auch eine bewusste Entscheidung über die Fertilität entsteht und damit auch das Bevölkerungswachstum ganz signifikant zurückgeht. Und das ist der entscheidende Punkt. Also im Wesentlichen die Frage, wie in diesen patriarchalischen Gesellschaften eine Emanzipation und eine Alphabetisierung der Frauen in den Städten, die Entwicklung einer städtischen Kultur, die Voraussetzungen schaffen, sowohl um das Bevölkerungswachstum zu begrenzen, die Armut zu bekämpfen und zu einer nachhaltigeren Entwicklung zu kommen. Und das finde ich, glaube ich, klingt jetzt wirklich abstrakt, aber das ist der Dreh- und Angelpunkt einer globalen Nachhaltigkeit. Und wir haben noch 5 Minuten. Ganz links, Peter Head mit Smartphone hilft, was moderne Kommunikationstechnologien beitragen können zur Nachhaltigkeit. Wir haben in der Mitte Sümpfe im Zentrum und das Energiehaus. Und gewählt ist das Smartphone. Bitte schön. I think we have got to get to a point where we have an ability using data in real time to actually figure out ways of actually making our lives a lot easier and of finding resources locally, of finding our way through discontinuities in transport systems and so on very, very easily, because we have the information to steer ourselves to where transport's providing just what we need at that moment. And that is all absolutely doable now. We have all the technologies available for that. We have mobile communication systems, we have broadband, we have application systems technology to make that happen. So I think the smartphone is essentially going to lead to a revolution in enabling people to live much more sustainably than they do at the moment. And that will be a major contribution to the 80% emissions reductions in cities, and actually probably people being a lot happier because they're not continually trapped into dead-end situations that they could have avoided if only they'd known a bit earlier. Wir werden also in Lehm- und Holzhäusern leben mit dem Smartphone. Und wir haben ganz rechts Plus Energiehaus, Sümpfe im Zentrum und ganz links eine Empfehlung des Hauses, CO2 als Baustoff, mal eine ganz andere Idee. Und ganz rechts hat sich Herr Hegger gemeldet. Bitte wählen Sie jetzt. Und das ist der CO2 als Baustoff. Bitte schön, als letzter Clip. Making fuels and making plastics are not that different. Fuels are kind of carbon neutral in that the carbon dioxide turns into fuel, fuel turns into carbon dioxide, and it keeps cycling. But plastics, the carbon dioxide comes out of the air, and that's it. You can keep it fixed, so that could be for asphalt, for building materials, for all sorts of things where the carbon dioxide is out of the atmosphere. If it becomes sufficiently critical to sequester carbon dioxide, we'll do it. So just sequestering costs money and doesn't really yield anything other than lower carbon dioxide, which may influence various weather and warming aspects. But if you get building materials out of it and you have sufficiently large building projects that for example, are highly automated and extremely cost effective because you're just, it's kind of self-renewing,
You could imagine having large building projects where you're actually getting something out of it. You're not just sequestering it in a cave or at the bottom of the ocean. You're building bridges and buildings and highways. You could build, you know, a bridge to Europe or something like that from the United States. That would be a nice use of carbon dioxide. It would be better than sinking at the bottom of the ocean, if that could be done at low cost. Damit sind wir schon am Ende. Vielleicht möchten Sie das noch zum Abschluss sagen, wofür Sie sich gemeldet hatten. Ja, also ganz ehrlich, ich habe nicht gut in Chemie aufgepasst in der Schule, aber soweit ich weiß, sind es Kohlenwasserstoffverbindungen, aus denen Materie entsteht und nicht Kohlendioxidverbindungen. Und der einzige Stoff, der es schafft, aus Kohlendioxid Materie zu machen, ist die Natur. Und das ist Holz. Und also ganz ehrlich, diese ganzen Versuche, CO2 zwischenzulagern, ist für mich nichts weiteres als Planetenklempnerei. Da sollte man tunlichst die Hände davon lassen. Man muss an die Ursachen gehen, nicht an die Wirkung. Herr Löpple, möchten Sie zum Abschluss auch noch was sagen? Wir sind jetzt schon beim CO2 angekommen, eigentlich waren wir beim Städtebau. Naja, das ist einfach unheimlich aufregend, hier zu diskutieren und hoffe, dass die Diskussion weitergeht. Danke. Ja. Sie können mehr von solchen Filmen und Interviews sehen auf der Website www.erderetten.de. Das erscheint hier gleich nochmal. Ich fand es auch sehr anregend heute Abend. Viel ist mit nach Hause zu nehmen. Ideen wie die richtige Mischung von Nichtplanen und Planen vielleicht ein Schlüssel sein könnte, fand ich faszinierend. Auch die lokalen Low-Tech-Materialien, die wir brauchen, und die Kühlschrank, meine Lieblingsidee, die Kühlschrank-Außenboxen im Winter. Ja. Ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Teilnahme, fürs Kommen und fürs Mitmachen, und natürlich einen ganz herzlichen Dank an unsere beiden Experten. Herzlichen Dank, kommen Sie gut nach Hause. Tschüss. Dankeschön. Danke. Gerne. Itself as being fundamentally embedded in terms of computation sustainability. I think we have got a situation where we have an ability using data as the optimal organization. Humans are incredibly adaptable. Who makes these decisions and what are the ethics of these decisions? Who's in charge here? Das ist auch eine Repolitisierung des gesamten Prozesses. We should do multiple experiments, and we just need to do our best job of doing it safely, because doing nothing is very unsafe.